Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Haringway. Wir spielen Shantae and the Pirate's Curse weiter. Ja, unsere Stadt wird angegriffen. Scuttletown ist in arger Bedrängnis, weil der Bürgermeister irgendwie die Stadt für ein paar lumpige Goldmünzen verkauft hat, damit er sich Schokolade kaufen kann. Kein so gutes Geschäft. Mal gucken, was wir hier machen können. Ammo Baron. Ammo Baron. Naja. Richtig so, Jungs. Reißt den Kindergarten nieder und verwandelt ihn in eine Langstreckenkanone. Und das Altenheim, noch eine Kanone. Ah, da wird richtig was draus. Mir kommen die Tränen. Hör sofort damit auf, Ammo Baron. Niemand macht aus den Senioren Waffen, solange ich hier bin. Kabumm. Jungs, das hätte doch nicht sein müssen. Ist sie hier, um auf meiner Siegesfeier zu tanzen? Dreimal jawohl, aber ja, das wird sie. Frechheit, wonach sehe ich denn aus? Naja, also... keine Ahnung, eine Tänzerin, würde ich sagen. Nicht? Oh, ja. Ja? Ja, wie auch immer. Hör auf, unsere Stadt zu zerstören. Nach diesem Gesetz zur Fairness gegenüber übergewichtigen, schokosüchtigen Landbesitzern hat Bürgermeister Scuttlebutt 30 Tage, um den kompletten Betrag in Cash oder essbarem Zuckerwerk zurückzuzahlen, bevor du rechtlichen Besitz beanspruchen kannst. Hä? Lass mich mal sehen. Sie hat recht. Aber kein Winzling mit lila Haaren wird sich zwischen mich und mein glorreiches neues Imperium stellen. Peng, peng, lass uns tanzen. Ammo Baron, der mechanisierte Waffennarr. Okay. Gut, dann lass mal sehen. Okay. Wie war denn das hier nochmal? Ah, so war das. Gut, alles klar. Ja. Gut. Dich kriege ich auf die Art und Weise tatsächlich. Au, klein. Sofern du mich mit deinen ollen schwarzen Kanonenkugeln nicht vorher zur Weißglut treibst. Okay. Ist doch aber eigentlich... ja, ernsthaft? Okay, wenn er aber so, dann brauche ich nur ganz links stehen. Das ist dann... ja, absolut kein Problem. Mann! Dies ist nicht so einfach. Man braucht da ein bisschen Timing und Fingerspitzengefühl, offenkundig. Etwas, was ich nicht besitze und habe. Na, das kann doch lustig werden. Au! Zum Glück verliere ich immer nur ein Viertelherz, wenn ich getroffen werde. Und bumm. Schwein gehabt. Oh. Wenn sie nicht mehr so viel Lebensenergie hat, dann hat sie eine ganz andere Pose. Sieht gerade auf der linken Seite. Sie hat sich so den Arm. Sie wirkt ein bisschen verletzt. Arme Shantae. Damit bist du erledigt. Nein! Schau, was du mit meinem Panzer gemacht hast! Das war ein Geschenk von meiner Mutter! Was ist das für ein Aufruhr? Es ist der Ammo-Baron. Er will Scuttletown zerstören. Ich will meine Schokolade zurück. Halt! Wer hat das gesagt? Was? Wie, wer, wo? Wer? Was? Es sind die... königlichen Wachen. Die werden das in Ordnung bringen. Schutz, Genie. Du hast deinen Angriff sofort auf Befehl der Second Land Sultana einzustellen. Ich? Ha, siehst du? Das Gesetz ist auf meiner Seite, Püppchen. Aber er ist es doch, der... Für den Angriff auf den rechtmäßigen Besitzer der Stadt wird dir dein Status als Beschützer der Stadt entzogen. Du hast die gerichtliche Vorladung erhalten. Yay, ich freue mich. Chaka! Wie bitte? Du stehst hiermit bis zu deiner Anhörung im Second Land Palast unter Hausarrest. Dabei wird dir auch jede Art von Bewaffnung abgenommen. Noch einen schönen Tag. Jede Art von Bewaffnung? Heißt das, sie schneiden mir die Haare ab? Sieht so aus, als bekäme jemand einen neuen Haarschnitt verpasst. Ich sag's noch. Hahaha. Sie können mir nicht mein Haar wegnehmen. Oder Onkel? Es ist alles, was ich noch habe. Tu erst einmal, was sie sagen. Aber was, wenn... Geduld. Ich gehe persönlich in den Palast, um die Sache zu klären. Versprich mir nur, dass du dich von Ärger fernhältst. Ich verspreche es, Onkel. Menno. Meine arme Stadt. Du halt mal schön die Klappe. Wir haben es vermasselt, oder? Was für ein Durcheinander. Dein Onkel hat recht. Wir sollten den Obrigkeiten vertrauen und auf das Beste hoffen. Moment!
Wie bin ich nur in diese Sache hineingeraten? Wir haben nur die Stadt beschützt. Was soll das? Toll. Diese verfluchte Risky Boots. Seit sie meine Magie gestohlen hat, ist alles noch schlimmer geworden. Ich brauche jetzt ein heißes Bad, um meinen Kopf wieder frei zu bekommen. Schwarzblende. Moment. Ich habe gar keine Badewanne. Hoppla. Sag bloß. Ah ja. Na, sieh mal einer an, wenn das kein Anblick ist. Risky Boots. Höchstpersönlich. Du genießt meine Badewannenfalle, wie ich sehe. Sobald ich hier rauskomme, bist du in großen Schwierigkeiten. Bitte, ich krieg schon Gänsehaut. Ich mach's kurz. Sag mir, wo meine Männer sind und ich lass dich am Leben. Hä? Wovon sprichst du? Werd nicht frech. Meine Männer und meine Waffen sind verschwunden. Wer außer dir würde sie stehlen? Ich? Du bist der einzige Dieb hier. Wirklich? Dann kannst du mir vielleicht erklären, warum dein Onkel meine Besatzung in seinem Labor gefangen hält. Mach dich nicht lächerlich. Gut, ich werde beweisen, dass du nichts Gutes im Schilde führst. Da ist mein verschwundener Mann. Genau dort in der Werkstatt vom lieben Onkel. Wie hat sie die Badewanne hierher getragen? Wie kannst du dich jetzt erklären? Ich wusste das nicht, aber ich bin sicher, dass es dafür eine logische Erklärung gibt. Ich kenne die Erklärung. Du wolltest Rache für den Zwischenfall mit der Genie-Lampe. Schau dir nur meinen armen, hilflosen Tinkerbad an. Er ist vollkommen verängstigt. Tinkerbad! Sieht normal für mich aus. Das ist deine letzte Chance. Sag mir, wo sie sind. Ich will meine Männer. Ich will meine Waffen. Und ich will sie jetzt. Oh. Was sind das für Geräusche? Da. Ein geheimnisvoller lila Nebel. Tinkerbad? Hoppla? Square! Ein Cacklebat! Ein was? Nein, das kann nicht sein. Was ist denn mit ihm passiert? Das erkläre ich dir später. Vorsicht! Ich bin unbewaffnet. Mach diese Kreatur schnell fertig. Lass mich zuerst etwas anziehen. Okay, zum Glück durften wir etwas anziehen. Ein Cacklebat. Hi, ich mag dich nicht. Immer wenn ich dich treffe, dann springst du irgendwo hin. Okay, du scheinst aber nicht so ein bösartiger und furchtbarer Geselle zu sein. Man kriegt dich zumindest irgendwie platt. Sorry wegen deinem Mann. Hier, erledige damit diesen Mist. Du hast die magische Lampe erhalten. Halt den X-Knopf gedrückt, um Dinge einzusaugen. Aber gern doch. Wusch, 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 wusch. Du hast die dunkle Magie erhalten. Ja. Hab ihn. Könntest du jetzt bitte erklären, was hier vor sich geht? Keine Zeit. Was ist mit der Lampe? Wirst du denn überhaupt nicht versuchen, sie zurückzubekommen? Behalte sie. Ich habe wichtigere Dinge zu erledigen. Und du auch, wenn der Pirate Master nach Sequinland zurückkehrt. Was meinst du? Wer ist der Pirate Master? Ja, wer ist der Pirate Master? Wir wissen es nicht. Wir sind in Skettletown. Wir können in Gebäude reingehen. Wie zum Beispiel auch in das Labor unseres Onkels, Großvaters? Ich hab's schon wieder vergessen. Warum war der komische Tinkerbad hier eingesperrt? Was hatte unser Onkel hier vor? Hat unser Onkel gewisse Dinge zu verbergen? Ja, nein, vielleicht. Man weiß es nicht. Ich hasse langweiligen Kram. Deswegen überspringe ich Unterhaltungen, indem ich Start drücke. Ich bin ein unhöflicher Kerl. Ah ja. Ja, ich hasse langweiligen Kram, deswegen überspringe ich. Aha, alles klar. Sei vorsichtig da draus. Die Felder sind voller Monster.
Es ist meine Aufgabe, sie zu erledigen. Ich bin schlecht darin. Okay, gut. Hast du mal einen Blick in das Inventar, die Schlüsselobjekte und die Karte geworfen? Sie können die Pfeiltasten verwenden, um zwischen ihnen zu wechseln. Sie, also ich quasi, ja. Was ich mich jetzt nur in dem Moment frage... Ah, ja, das Inventar. Okay, das ist jetzt tatsächlich aber etwas, mit dem ihr jetzt leben müsst, leider. Weil halt Wii U-Version und zwanghafter Nutzen des Wii U-Gamepads. Ich habe jetzt drei Menüs hier auf dem Wii U-Gamepad, die ihr jetzt leider nicht sehen könnt. Zum einen Schlüsselgegenstände. Da sehen wir jetzt gerade Magie mal 1. Von verfluchten Cacklebats freigelassene Magie. Sammle alle 20 von ihnen. Von verfluchten Cacklebats freigelassene Magie. Okay, ja, nee, gut, alles klar. Ich muss 20 Cacklebats finden anscheinend. Das ist so ein Sammelgegenstand, was weiß ich. Und dann habe ich noch die Vorladung. Dir wurde befohlen, zu Hause zu bleiben und keinen Ärger zu machen. Jo, kriegen wir hin. Dann habe ich noch eine Karte, bei der momentan noch nicht sonderlich viel zu sehen ist. Denn, ja, man kann ja noch sehr viel erforschen. Und in meinem Inventar sehe ich, dass ich einen Autotrank habe. Der stärkste Trank, vollständige Wiederbelebung. Dann habe ich noch einen Fleischspieß. Appetitliches Fleisch am Knochen, stellt eine ordentliche Menge Energie wieder her. Und dann habe ich den Pikenball. Schütze deinen Körper für eine kurze Zeit mit diesem kreisenden Metallball. Okay, ich lasse dann vielleicht einfach mal das Inventar da so... Das Blöde ist nur, wie aktiviere ich das denn? Ich möchte jetzt noch nichts aktivieren, deswegen suche ich noch nicht nach dem richtigen Knopf, wenn es dann soweit ist. Wenn wir uns mal wieder auffrischen müssen oder so, dann kann ich ja noch einen richtigen Knopf suchen. Oh, schau mal einer, guck. Hallo. Das ging ja schnell, noch einen zu finden. Tschuck. Und, ja, komm. Dup, dup, dup. Puff, 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 puff. Die Möwe stört sich jetzt aber nur bedingt daran, oder? Dass sie gerade einen Kampf auf Leben und Tod tobte. Du hast die dunkle Magie erhalten. Yay! Zwei dahin, noch 18 im Sinn, wie es scheint. In unser Haus können wir nicht reingehen. Oh, was bist du denn? Du hast einen Herztintenfisch gefunden. Ah. Wofür ist der? Tintenfisch. Schmiede sie zu neuen Herzhaltern. Kannst du alle 32 Herztintenfische finden? Es gibt 32 davon. Okay, und wie viele benötige ich, um einen neuen Herzhalter zu bekommen, also um meine Lebensenergieleiste zu vergrößern? Wir werden es früher oder später ja wohl mitbekommen. Hallo Bürgermeister. Bitte, ich muss etwas alleine sein. Boah, armer Bürger, okay, da unten ist tot. Bitte, ich muss etwas. Vielleicht, wenn wir irgendwann was zu essen haben oder so, vielleicht hilft der Bürgermeister uns dann nochmal. Ich finde übrigens, der Bürgermeister hat eine frappierende Ähnlichkeit zu einem Toad. Aber es wirkt irgendwie sehr ähnlich. Was soll's. Die Frau da drüben sieht aus wie der ruchlose Pirat Risky Boots. Also ohne den Hut. Sie könnte irgendjemand sein. Ja, Risky Boots war übrigens der... Beziehungsweise, ja, sie ist halt unsere Rivalin. Und sie war wohl auch der... Also ich weiß nicht, ob es auch der Gegner im ersten Teil war. Im zweiten Teil wohl in jedem Fall. Also was willst du? Du bist von der Angel, also verschwinde. Dieser Pirate Master Typ, er klingt ziemlich gefährlich. Gefährlich? Er war die größte Gefahr, die Sacred Land jemals kannte. Als er das letzte Mal auftauchte, brauchte es die Kraft aller Genies, um ihn zu besiegen. Warte, du sprichst von echten Genies? Sie haben ihn gefangen? Er ist tot, aber lass dich davon nicht täuschen. Mit dem Verschwinden der Genies wird der Pirate Master alles versuchen, um seine dunkle Magie zurückzugewinnen. Dunkle Magie? Damit wurde also mein Seemann verwandelt. Wenn der Pirate Master nicht aufgehalten wird, ist Sacred Land Geschichte. Schließlich hat er kein Recht, all das zu zerstören, das ich mit so großen Mühen erst erobert habe. Oh, vielleicht kann ich helfen. Ein Kümmerling wie du hat keine Chance gegen einen Feind wie den Pirate Master. Ich kann mich selbst drum kümmern. Du bist ja nicht mal mit dem komischen Fledermaus-Heini fertig geworden. Wie? Du konntest nicht mal einen einzelnen Cacklebat alleine besiegen. Als ob ich selber irgendwie dieses Spiel programmiert hätte. Das ist der Wahnsinn. Stimmt. Aber wenn ich die dunkle Magie und ihre Quelle zerstöre, werde ich nicht kämpfen müssen. Indem man die Kraftquelle ausschaltet, die ihn nährt, sollte er für immer in seinem verdienten Grab bleiben. Mir fehlt nur eines.
Eine Karte der verbotenen Insel. Das ist einfach. Versuch's mal in der Bibliothek im Secondland-Palast. Ich kann nicht in den Palast, die legen mich in Ketten. Es sei denn... Hey, schau mich nicht so an. Die Typen wollen mir meine Monsterpeitsche abschneiden. Dann bin ich wohl auf mich alleine gestellt. Aber ich überleg's mir vielleicht nochmal, wenn du mir diese Karte besorgst. Es ist deine Entscheidung. Okay. Haben Sie alle möglichen Einzelteile in Ihrem Inventar? Wählen Sie für eine Beschreibung? Dann nutzen Sie es, wie Sie wollen. Juhu! Du hättest mir jetzt ruhig den Knopf sagen können, mit dem ich das benutzen könnte, aber ist egal. Dies ist das Badehaus. Manchmal träge ich das Wasser. Oder so. Du weißt doch nicht, was in diesem Badehaus alles passiert. Erst kürzlich wieder ein Artikel, aber na gut, okay. Über das Urinieren in Schwimmbädern gelesen. Es ist so ekelhaft. Hinter mir ist der Laden. Willst du nicht einen Autotrank kaufen, bevor du gehst? Wenn du den kaufst, musst du nämlich nicht sterben. Auch wenn du stirbst. Ach, deswegen Autotrank. Der füllt automatisch meine Lebensenergie wieder auf. Okay, das klingt natürlich auf eine gewisse Art und Weise spannend. Und davon könnte ich dann tatsächlich mehr gebrauchen. Oh, vor allem könnte ich aber auch das hier gebrauchen. Du hast einen Herztintenfisch gefunden. Yay. Okay, 32 gibt's davon im Spiel. Jetzt haben wir schon 2, also gibt's noch 30. Ich kann zählen. Wir machen jetzt an der Stelle wieder eine Pause und untersuchen dann hier den Laden und weitere Räumlichkeiten in Scuttletown. Mal gucken, was die Bewohner noch so zu melden haben. Ich sag jetzt für den Moment aber erstmal wieder tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.